Herzlich willkommen zur Demo von World of Final Fantasy. Die Demo Feldstudie ist jetzt raus. Könnt ihr euch im PSN-Shop runterladen für die PlayStation 4. Falls es bestimmt Leute gibt, die danach fragen werden. Man kann die Sprachausgabe auf Japanisch stellen. Ich lasse sie auf Englisch. Hab die Textgeschwindigkeit noch ein bisschen höher gestellt. Und wir gucken uns jetzt mal die Demo an. Ich bin gespannt. Ich habe noch nicht reingeschaut. Und weiß nicht, was mich erwartet. Charakter bewegen. Okay, das klingt simpel. L1 plus 4. Lan-Wechsel zwischen Hühne und Murkel. L1 plus Kreis. Rein-Wechsel zwischen Hühne und Murkel. Okay. Achso, Murkel ist die Chibi-Version und Hühne ist die Mensch-, also normale Version. Oben unten Tasse Schokobo reiten. Oh, ist der knuffig. Links, rechts, Mirage an deiner Seite wechseln. Alter Vater. Okay. Oh, es ist so süß. Erlerne die Steuer. Oh mein Gott, sind wir süß. Okay, L1 Viereck, dann werde ich klein und groß und... Moment. Hä? Erlerne die Steuerung, ja. Und ich kriege jetzt schon nicht hin, wie ich sie groß mache. Moment mal. Hä? Warte mal. Oder war es L2? Nee, es war doch L1 und... Sie hüpft nur. Wenn ich R1 drücke, wechselt die. So, und ihn kriege ich klein und groß. Aber sie nicht. Oh, das ist ja jetzt irgendwie doof. Hm. Komisch. Ah, doch, sitz. Ach so, okay, ich muss auch L1 im Kreis, aber ich muss die mit R1 wechseln. What happened? Kriege ich ihn? Dann muss ich wahrscheinlich laufen und einmal... Ach nein! L1 im Viereck und L1 im Kreis. Okay, jetzt habe ich's. Und mit den Tassen wechsle ich den Mirage, aber das geht gerade nicht. Oh, und damit... Oh mein Gott, ist das süß. Aber zum großen Schokobo kann ich nicht werden, ne? Okay, wir laufen jetzt mit dem Schokobo rum. Hallo du. Da ist eine Kiste. Untersuchen. Ampulle Gegengift. Alles klar. Krieger des Lichts. Don't worry about us. I'll take care of things here. Die Stimme. Du hast einen Halt dran gehalten. Wenn ich jetzt groß bin. Warte mal, ich muss absteigen. Und so. Dann bleibst du groß. Okay. Klein. Okay, ich dachte, vielleicht ändert der sich mit. Okay, cool. Also optisch ist das echt schick. Guck mal, da ist Lightning. Something I can help you with. Die stimmen fast nicht. Äther erhalten. Okay, cool. Ich will weiter auf Chocobos reiten. Chocobo geht anscheinend nur in Chibi-Form. Wow. Okay, ein Kampf. Dann greif mal an. Okay, wir brauchen Aktionspunkte. Mhm. The amount of AP you need depends on the what you're trying to do. So make sure you use them wisely. Du kannst angreifen, sobald das Charaktersymbol diesen Punkt erreicht hat. Okay, es ist so ein System. Action Time Battle hieß das, glaube ich. Ne, finde ich cool. Dreieck ist ein Angriff. L1 ist ein Menü. Achso, dann kann ich das weg. Ah, man kann das auswählen, wie man das haben will. Ich nehme mal das hier. Okay. Wir hauen gerade dieses süße Schokobo-Baby. Das ist voll grausam. Und das kriegen wir auf den Kopf. Aber ich kann mich nicht Chibi machen. Was ist denn, wenn ich im Kampf Chibi bin? Okay, machen wir das. Schnappt euch das Schokobo-Küken. Okay, dann muss... Dann müssen wir das jetzt einfangen. Okay, Kreis. Pokéball flieg! Und jetzt? Ist das mein Mirage, oder was? Ein Mirage, tatsächlich. Now that the
Choco Chick is inside the Prismarium, it's yours to the keep. Okay. That was a good fight. Oh, right. Ich finde diese Hünen-Models ein bisschen merkwürdig. Die sind ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Sie sind irgendwie süß, aber irgendwie ungewohnt für Final Fantasy-Optik. Ein kleines Chocobo-Küken, das für sein Leben gern durch die Gegend watschelt. Es greift am liebsten mit einem Kopfstoß an. Zum Glück zerbricht eine Chocobo-Eierschale kein zweites Mal. Reduziere ihre TB einmal pro Kampf. Benötigst zudem ein Choco. Plus mal. Okay, Lebensräume, Fertigkeiten. Alter, okay. Ganz viele Fertigkeiten. Man kann es leider nicht drehen. Ach so, die werden erwachsen. Metamorphose. Guck mal, das ist das Baby. M ist dann. Ach, krass. Standardnamen verwenden. Wir benutzen erstmal Standardnamen. Es ist ja nur eine Demo. Es ist süß. Oh mein Gott. Warum sind die alle so süß? Verdammte Chibi-Optik. Öffne das Menü und stell deine Stapel zusammen. Okay, ich drücke jetzt Dreieck. Ei. Mira Steine. Rein und Lan. Erreiche Stufe 20, 60, 80. Okay, das sind so Achievements. Achso, hier kann ich was reinpacken. Mirastein. Aero und Aerostein. Ah, okay, das ist wie die Substanzen in 7. Das gefällt mir bis jetzt. Und für die nächsten Stufen muss ich dann halt, ne? Oder hier so Sachen finden. Okay. Kampfstapel, das sollen wir jetzt machen. Ach so. Ah, jetzt kann ich hier. Warte mal, dann kann ich hier jetzt das Schokoboküken reinpacken. Nee, das entfernt Tama. Kann ich Tama jetzt nicht das Küken austauschen? Ja. Will ich das? Eigentlich nein. Warte mal, was hast du denn auf dem Kopf? Seraphi. Aha. Ist auch S, die kann auch wachsen. Aber wir nehmen mal das Schokoboküken. Aber ich kann kein zweites draufpacken, oder? Doch. Goblin? Man stapelt die ja echt. Wie doof ist das denn? Okay, machen wir es so. Mann, ist das weird. Okay. Hier können wir uns die Fertigkeiten angucken. Auch welche Taste das ist. Hier sind die Items, das kennt man ja. Prismen habe ich nicht. Kann man die ordnen? Das ist immer sehr wichtig, sehr schön. Oh, überall Ausrufezeichen, wenn man dann hier über das Item gegangen ist. Das ist schrecklich. Okay. Was sind denn Mira Borde? Achso, Mira Board. Überprüfe die Fähigkeiten und schalte sie frei. Das ist wie das eine Brett aus 10, wahrscheinlich. Ja. Das ist wie das Brett aus 10. Aber da ich keine Punkte habe, kann ich da wahrscheinlich gerade nichts freischalten. Aber warte mal, der hat 8 FP. Achso, die haben wir alle. Okay, ich spiele jetzt einfach mal weiter. Ich laufe auf meinem süßen Chocobo. Warte mal, ich konnte ja irgendwie die Mirages wechseln. An meiner Seite. Aber irgendwie geht das nicht. Hi, wer bist du denn? Bats. Another day of just going wherever the wind wants to take us. Okay, die labern mich immer nur an und dann. Boko! Ein bisschen Gizakraut. Okay, cool. Wahrscheinlich kommt gleich wieder ein Random Fight. Au. Das ist ganz schön erschreckend, wenn das kommt. Oh, Bomber. Der Bomber. Bin mal gespannt. Jetzt haben wir hier so ein Dreierköpfchen. Stapel auflösen. Was macht das denn? Fertigkeiten. Aero. Oh, das war gut. Das war sehr gut. Erlöser. Tidus, Blitzballgott.
Wie cool das ist. Here, I've got this. Jetzt weiß ich, woran die Charaktere mich so erinnern. An Kingdom Hearts. In Kingdom Hearts haben wir auch so eine Optik. So ein bisschen Kingdom Hearts Optik. Aber man kann sich dran gewöhnen. Schokobo-Küken Stufenaufstieg. Okay. Ich krieg Geld. Aber das mit den Titus und so, das ist ja cool. Das ist ja wie eine Beschwörung. Es ist eine Beschwörung im Grunde. Cool. Gibt's hier was zu finden? Ich finde das auf den Schokobo reiten so toll. Einfach auf dem Kopf sitzen. Ist hier was versteckt? Man kann die Kamera leider nicht drehen. Wow. Ich habe gerade auf R3 gedrückt, um zu gucken, ob das irgendwas macht. Und dann kommt der Encounter. Oh! Ich hätte die Bomber fangen sollen, wa? Fällt mir gerade ein. Aber die Beschwörung hat mich so... gedingst. Geflasht. Fertigkeiten. Fuchsfeuer. Mokri. Ah, die Angriffe sind viel zu stark. Okay, ich greife normal an. Die sind alle zu stark. Ich will die doch fangen. Ich kann nicht einfangen. Ich bin zu strong. Stapel auflösen. Und jetzt? Was passiert denn, wenn ich den... Stapel auch auflöse. Was ist dann? Die greifen alle einzeln an. Wer bin ich denn jetzt? Der Goblin? Ja. Und jetzt bin ich... Lan, ne? Lan hieß ich. Oder war ich Ryan? Ich bin mir unsicher. Einfangen geht noch nicht. Kann ich irgendwie verteidigen. Genau, mach mal das, weil du bist zu stark. Jetzt will ich das Chocobo. So. Ich will den nämlich schwächen, den Kleinen hier. Jetzt sieht's gut aus. Immer noch nicht? Jetzt bin ich Ryan. Jetzt bin ich Seraphia. Ich kann die nicht fangen, die sind zu... Also das Einfangen war ja ausgegraut. Ist ja irgendwie doof. Aber das mit dem Stapeln ist irgendwie cool. Das ist irgendwie ganz lustig. Okay, weiter. Ist da hinten was? Ne, da kann ich nicht lang. Ist hier was? Mal gespannt, wie weit diese Demo geht. Hallo? Da hinten ist noch jemand, da können wir hoch. Och, jetzt weiß ich doch nicht, wo ich lang soll. Wer bist du? Du siehst aus wie Yuna. Du bist Yuna. The weather is lovely today. Dankeschön. Danke für den Spruch und das schöne Wetter. Habe ich hier irgendwo... Warte mal, was ist, wenn ich hier... Ah, perfekt. Okay, ich kann hier lang, da ist eine Sackgasse. Was ist hier? Edgar, okay. Sagt mir gerade nichts. Sorry. Ein Mirastein-Eis? Uiuiui. Ui. Was ist er denn? Neue Miragen entdeckt. Bin ich mal gespannt. Fertigkeiten. Element Synergie Feuer. Das ist wahrscheinlich, weil ich comboed bin mit irgendein Ahriman. Und die sahen aber früher anders aus. Ah, das ist durchs Stapel möglich. Oh, das ist bestimmt viel zu stark. Oder auch nicht. Den Ahriman würde ich gern fangen. Verfehlt. Haha. Oh nein, Blutsaugen. Ach, ich habe X gedrückt. Das ist jetzt ein Problem. Deswegen verteidigt er auch. Ich dachte gerade, hä, warum verteidigt er denn und greift nicht an? Ich dachte jetzt, er stirbt. Das wollte ich nämlich nicht, dass der stirbt. Ich will den einfangen. Aber wieso kann ich die denn nicht einfangen? Jetzt ist er fangbar. Wenn die so leuchten. Ah.
Kriegen wir erstmal auf den Kopf. Einfangen. Ist er jetzt ausgebrochen? Ne, okay. Ich dachte schon. Mirage wurde gefangen. So, die könnten jetzt ein Problem werden. Die sehen aus wie One-Hits. Gucken wir mal. Ja, okay. Vielleicht können wir trotzdem einfangen. Indem wir den Stapel auflösen. Den Stapel auch auflösen. Und dann mal so angreifen. Irgendwas hin? Ich glaube nicht. Die beiden muss ich verteidigen lassen, die sind nämlich zu stark. Volltreffer, das ist nicht gut. Okay. Ne, irgendwie sind die sehr, sehr, sehr schwer zu fangen. Wahrscheinlich viel zu viel Damage. Okay. Du hast dich mit einem neuen Mirage angefreundet. Dieser riesige Augapfel mit Flügeln zeigt auch noch seine messerscharfen Zähne, wenn er grinst. Das dürfte für die ein oder andere Schrecksekunde genügen. Benötigst du dem ein Schweber... Achso. Ah, vielleicht habe ich die Prismen auch nicht bekommen für die Fledermäuse. Das kann natürlich sein. Wenn ich das richtig verstanden habe, brauche ich erst dieses Prisma dafür. Was ich jetzt gerade ja bekomme, immer... Wenn ich einen neuen sehe, steht ja oben immer. Ich bekomme ja immer ein leeres Prisma. Okay. Hier ist nichts mehr. Gut, dann gehen wir weiter. Wollen wir mal laufen. Ist das eigentlich genauso schnell? Als Chibi kann man aber nicht kämpfen, oder? Uiuiui, oh Gott, dieser Encounter-Sound. Doch, kann man. Tomberries. Und die stapeln auch. Tomberries sind immer böse eigentlich. Fertigkeiten. Fuchsfeuer. Vielleicht sollte ich auch mal eine... Komm, ich mach mal eine Analyse, wie das aussieht. Okay, die Analyse bringt mir nur die Elementarresistenzen. Und das ist ein Tomberry-Stapel. Vielleicht gerade deswegen. Vielleicht, weil es ein Tomberry-Stapel ist. Achso, ich kann alle. Mandragora. Tomberry. Okay, ich kann durchwechseln. Ich dachte, ich muss alle einmal analysieren, aber... Falsch gedacht. Feuer! Oh, Schwachpunkt. Er mag Feuer nicht. Oh nein, das Küchenmesser. Es ist gefürchtet. Oh, verfehlt. Gott sei Dank. Das ist nämlich ein One-Hit-Kill. Schon immer gewesen. Tomberries sind nämlich richtig schwer, schwer gewesen früher. Wenn die ihre doofen Messerattacken gemacht haben. Eieiei, Leute. Erlöser, Tidus Blitzballgott. Den haben wir schon gesehen, deswegen lasse ich ihn mal. Der ist jetzt nicht fangbar. Das finde ich nicht gut. Ach so, warte mal. Ich habe gerade was gesehen. Oh nein. Die Mandragora wäre, glaube ich, fangbar gewesen. Da war ein Zeichen neben mir. Ich muss mal Vita zaubern, wa? Ich habe da nämlich gerade was gesehen. Warte mal. Vita auf Rhein. Hier, der hat nämlich ein Zeichen daneben. Und ich glaube, das heißt, das ist fangbar. Der hier nicht. Und die haben wir mal gemacht. Ich glaube, der Tomberry da ist fangbar. Oh, was ist das? Küchenmesser? Oder hat der einfach nur so geil gesagt? Ich hoffe, ich töte den nicht. Ach so, der andere hatte nur Schwachpunkt, weil er gedingst war. Fuchsfeuer ist bestimmt zu krass.
Pass auf, ich löse den Stapel mal auf. Stopp! Achso, da ist ein Fang irgendwie nicht ausgegraut, aber sonst ist es halt ausgegraut in diesem Quick-Menü. Angriff. Ach, nicht X. Dreieck. Egal. Stapel auflösen. Jetzt ist er dran. Er muss verteidigen, weil er macht halt die starken Angriffe und du kannst angreifen. Verfehlt. Wow. Wow. 1A verfehlt. Jetzt ist er fangbar. Okay, alles klar. Einfangen. So ein Tom Berry ist doch ganz cool. Yeah. Okay, wenn die dieses Zeichen in den Namen haben, sind die fangbar. Stufenaufstieg. Juhu. Und neues Monster. Dieser Mirage hält in einer Hand eine Laterne, in der anderen ein Messer. Offensichtlich mag er es nicht, eine Hand frei zu haben. Diesem äußerst gefährlichen Zeitgenossen sollte man sich nur auf eigene Gefahr nähern. Okay. Cool. Benutzen wir den Standardnamen natürlich. Erstmal, dass ich höre, dass Tom Berries eine Stimme haben. So, warte mal. Und jetzt müssen wir erstmal wieder die... Erstmal haben wir Mirasteine. Vita und Feuer und... Pass auf, wir nehmen Analyse mal raus für Eis. So. Gucken wir mal in die Mira-Borde. Kann ich da irgendwie was machen jetzt? Wähle das Feld aus, das du freischalten möchtest. Spritztour erlernt. Wieso kann ich das nehmen? Ach so, 2? 2 FP habe ich noch. Also kann ich hier doch auch hin, oder nicht? Ah, geht doch. Okay. Okay, sind die FP doch zum Leveln da. 0 FP, du kannst da nichts lernen. Du bist irgendwie nicht vorhanden. Achso, das ist die dritte Form von dem. Ah. Oh, du kannst schon Shit. Okay, TP plus. Vita, Präzision, Stärke plus. 2 haben wir noch. Das ist jetzt doof. Warte mal, du bist hier. Hast du echt keinen Zweier mehr über? Ja, da kann ich natürlich nicht hin. Okay, 2 habe ich jetzt über. Kann ich hier auch Charaktere wechseln? Nein, kann ich nicht. Okay. Zu dir brauche ich ja dann nicht. Dann muss ich zu dir einmal. Die hat nämlich auch noch 8 über. Ja, dann müssen wir ja hier hin. Magieangriff. Und Balance. Haben wir perfekt benutzt. So, Goblin. Was kannst du so? Wird auch 8. Na, dann müssen wir jetzt erstmal hier lang. Da haben wir 3. Stärke plus. Das klingt doch gut. Okay. Gehen wir mal alle durch hier, ne? Der hat auch noch schon 3 hier. Der 3 Form. Da, ignoriert Abwehr eines Gegners und fügt ihm physischen Schaden zu. Der Angriff, entweder es gibt Final Fantasy, da ist er ein One-Hit. Wenn er zutrifft, also wenn er trifft, der Schlag, oder es gibt auch Final Fantasy, da ist es halt ein starker Angriff. So in meiner Erinnerung. Ich weiß, dass er eine 8 zum Beispiel One-Hitten konnte. Und euch kann ich nicht Mira boarden. Okay. Kampfstapel. Nein, das wollte ich nicht. Packen wir euch auch nochmal einen dritten auf den Kopf. Den Ariman. Alter, Achternstein. Geil. Ach so, LMS. Ah, die kleinen ganz oben, die mittleren. Okay. Die Reihenfolge. Und jetzt habe ich leider kein L mehr. Ach so, und wenn sie groß sind, sind sie L. Und so kann man dann halt Stab. Ach so. Das ist schon cool. Das ist schon sehr cool. Okay. Komm, wir reiten. Geht, glaube ich, nicht viel schneller, aber... Ein bisschen vielleicht. Da ist eine Kiste. Medikasamen. Okay, die kann ich pflanzen auf den Mirabord.
Okay, here we go. Oh, kann man die fangen? Jetzt sind neue L-Mirages. Die Behemoths, die kann man noch fangen. Ich wundere mich, dass ich die ganzen Namen noch weiß. Irreführung. Oh, kann man beide fangen. Er hat die abgelenkt und die anderen haben ihn gehauen. Ist ja schon irgendwie süß. Okay, Fertigkeiten. Fuchsfeuer, Behemoth. Ich hoffe, die machen nicht allzu viel Damage. Aua, das tut schon hart weh. Ich muss bald mal wieder heilen. Oh ja, ich muss heilen. Ah, Ballons. Ah, man kann umfallen. Deswegen habe ich Ballons gerade gedingst. Aufgelevelt. Ha? Das hat schon sehr viele Aspekte, das Spiel. Das muss man ja mal sagen, ne? Also ein Behemoth hätte ich schon gern. Oh, überholt sie noch? Sie überholt noch, oder? Jawohl. Na, ein Feuer hält er nochmal aus. Oh. Fangbar. Die mögen ihn nicht, wa? Oh, oh, Ballons. Halt sie. Oh, wir kommen ins Schleudern. Wir kommen ins Schleudern. Wir schwanken. Aber erstmal fangen wir den. Dann kriegst du nämlich auch einen L-Mirage unter deinen Hintern. Er ist wieder ausgebrochen. Damn it. Das ist wie Pokémon. Bleib da drin. Schon wieder. Der braucht noch einen Schlag, wa? Oh shit, den überholen wir nicht mehr. Oh doch. Wir sind jetzt... Ja, okay. Problem ist, der hat schon... Den müssen wir hauen. Pass auf, wir müssen jetzt erstmal... Blitzballgott. Tidus machen? Um den einen mal ein bisschen aus... Kann man das überspringen? Ah, dann wenn ich Options drücke, dann... bin ich direkt im Analysemenü. Kann ich das überspringen? Muss man sich das immer angucken? Man kann es vorspulen. Da. Wie cool ist das denn? Ist der Instant kaputt dann? Nee. Die Ballons. Ich habe halt keine AP mehr. Ich habe verteidigen gedrückt. Warum? Ich verdrück mich ständig. Du müsstest einen Vita zaubern. Auf Lan. Das kann nicht dagegen tun, dass die hier wackeln. Das ist gar nicht mal so cool. Fang ihn jetzt. Ich kann ihn nicht nochmal hauen. Jetzt ist er drin. Sehr gut. Oh Gott, dieses... Ich will aber sehen, wie das aussieht, wenn wir umfallen. Was? Ist das einfach nur wackeln dann? Ist einfach nur stumpf wackeln? Oder passiert da auch was? Hat sie einen anderen Erlöser? Nee, ist auch Tidus. Okay. Und da wir den anderen jetzt gefangen haben... Okay, er ist geschwächt, aber da wir den anderen gefangen haben... Können wir ihn natürlich nicht fangen. Man kann die anscheinend nur einmal... Ach, ich drücke immer X. Aber man, wenn man X drückt, dann kommt man schnell wieder dran. Okay. Ich glaube, durch das Wackeln braucht deine Leiste länger zum Vollwerden. So, dann geben wir ihm mal einen neuen Stapel. Ein Biom auf mächtigen Hörnern, damit er in jedem Streit durchschlagskräftig. Damit hat er in jedem Streit durchschlagskräftige Argumente. Vor seinem schweren Konter sollte man sich tun nichts vorsehen. Ja, ja. Okay.
Stapeln wir die mal. Da. Einmal den Behemoth rein. Das ist cool. Vollansicht. Ah, cool, dann kann man die so drehen. Mira Borde für den Behemoth vielleicht noch. Zwei. Ja, krieg ich mal hin, aber eins haben wir nicht mehr. Doch, hier, Spritztour. Erlaubt dir auf diesen Mirage zu reiten. Kann ich jetzt reiten? Auf dem? Steig mal ab. Wechsel mal. Ich will reiten. Ah. Wie cool das ist. Wihi. Ich quere das Areal. Ja, schön, aber warum ist hier so eine Kamerasequenz, die hier rüberfährt? Kann man da rüberspringen? Ah, nein, das wollte ich nicht. Das wollte ich nicht. Here we go. Hey, Tom Berries. Kann man die Mandragoras fangen? Wir werden es sehen. Kreuzprügel. Hohe Volltrefferquote. Sturz. Yeah, die Mandragoras kann man fangen. Komm. So viel dazu. Alter Vater. Irreführung kann ich nicht machen. Dann hauen wir den Tomberry-Stapel. Peaks. Können uns ja nix. Außer sie machen Küchenmesser. Das könnte wehtun. Aua, oder? Sie machen Volltreffer. Haben wir noch coole Fähigkeiten? Hier, du müsstest ja gegen Feuer anfällig sein, weil du eine Mandragora auf dem Punkt Kopf hast. Zack, sag ich doch. Was haben wir denn noch für Fertigkeiten? Erschütterung. Erdschaden. Cool. Ich finde das echt cool mit den Kombinationen, mit den Stapeln und dem Board und... Es hat was. Und ich finde das Kampfsystem mal wieder schön. Das ist halt so... Es hat was von Final Fantasy VII. Und das ist schön. Ich weiß gar nicht, ob in welchem Final Fantasy das noch so war. Mit dieser Leiste. Es ist nicht ganz Final Fantasy VII, weil nicht jeder seine eigene Leiste hat. Im Grunde doch schon. Aber... Naja. Der Ahriman ein Level Up. Und der Behemoth auch. Nice. Ist halt sehr cool mit dem Fangen auch. Und mit dem Reiten. Man kann sich halt im Grunde aussuchen, worauf man reitet. Also auf den Eldingern kann man dann halt reiten. Das ist cool. Refia. Die sind halt alle aus... Die ich jetzt nicht kenne, sind aus 1, 2, 3, 4, 5, 6 oder aus 12. Das sind die Charaktere, die ich nicht kenne. Ich kenne Charaktere aus 7, 8, 9, 10... Und 13. Die kenne ich. Aber die anderen... Leider nicht. Ist da eine Kiste? Nee. Aber ja, das sind Kisten, aber keine... Die man aufmachen kann. Man kann auch hier lang. Faris. Never mess with pirates. Okay. Taufkristall. Cool. Da, die kann man doch bestimmt fangen. Ich hatte ihnen doch Eis gegeben, dem Lan. Eis. Ja, die kann man fangen. Guck mal, was Eis an Damage machen. Tut. Resistent gegen Eis? Was ist das denn? Und trotzdem sterben? Was ist das denn? Stürzkraft vernichtend. Was heißt Stürzkraft? Ist Stürzkraft der Moment, wo sie halt gestürzt sind und fangbar sind? Oder ist... Okay, ich bin zu stark. Das ist zu viel. Okay, wenn ich die fangen will, muss ich mit den Einzelnen angreifen. Behemoth geht voll ab, kriegt hier voll die Levels. Levels, ist. Aber ich gehe jetzt nicht alle je nach jedem Match hier... ins Mira-Board. So,
So, gehen wir mal hier hoch. Hier steht da bestimmt einer. Erstmal ist hier eine Kiste. Blitzsamen. Oh mein Gott, dieser Encounter ist so erschreckend immer. Schon wieder ihr. Schade, dass ich keine Attacke habe, die auf alle geht irgendwie. Oh nein, Tomberry King. Hier, Tomberry King, sag ich schon. Das wäre ja übel. Hä, warte mal, was habe ich da gerade gedrückt? Ach, so. Warte mal. Ach. Erzähl nicht. Aber warum kann ich das denn hier nicht auswählen? Aber hier schon. Nee, kann ich gerade gar nicht, weil ich keine APs habe. Ah, okay. Ich habe keine APs. Schade, dass ich nur einen Erlöser habe. Ich würde gerne mehr sehen. Mandragora. Alter, dass sie so viel Damage machen. Ich habe halt keine APs und das ist gerade mein Problem. Okay. Machen wir die so. Verfehlt? Ernsthaft? Oh, die verfehlen auch. Von daher ist das okay. Und überholen wir wir? Ja, wir haben sie überholt. Ganz langsam. Angriff. Angriff. Blätterdolch. Ih, das vergiftet. Das ist uncool. Okay, ich darf nicht immer Fertigkeit benutzen. Meine APs füllen sich nicht so schnell auf. Irreführung. Mach das beim anderen mal. Kann auch vorspulen. Sehr gut. Kann man alles vorspulen? Ah, man kann den ganzen Kampf vorspulen. Das ist schön. Kreuzprügel. Nee, ist eigentlich overpowered. Warte mal, wir machen einfach einen Angriff. Das reicht. Den letzten können wir dann auch so hauen. Ich habe X gedrückt. Ist es denn wahr? Ich habe noch gar keinen Tomberry auf meinem Kopf, aber man kann halt leider nur 3 stapeln. Muss mich doch irgendwie entscheiden. Und Chocobo ist da auch süß. Und Tama ist auch knuffig. Ich weiß gar nicht, wen ich alles stapeln soll. Oh mein Gott. Was passiert hier? Und können die sich wie Pokémon auf einem bestimmten Level entwickeln und werden dann größer? Das ist Cloud. Hallo Cloud. Cloud, du bist cool. Du bist der coolste Charakter ever. Not interested. Deine Stimme ist irgendwie mega enttäuschend. Naja. Ich habe mir jetzt eine coolere Stimme erhofft. Okay. Ist das da Vivi? Oder einfach nur irgendein random Magier. Okay, euch muss ich ja fangen, indem ich euch einzeln verhaue. Und zwar, Stapel auflösen. Stapel auflösen. Wer bin ich jetzt? Okay. Jetzt bin ich er, der muss verteidigen. Verfehlt. Gut. Tama, gut. Hast du gut gemacht. Oh, das war ein bisschen zu viel. Nicht gut. Du kannst mal Vita zaubern. Auf Ariman. Ich hätte nämlich einiges abbekommen. Bombay hat noch gar nichts abbekommen. Ich hoffe, der Bomber sprengt sie nicht irgendwann in die Luft. Mal ein bisschen seine Leiste im Auge behalten. So, du greifst auch nicht an. Behemoth, du bist nämlich zu stark. Ariman auch nicht, der ist auch zu stark. Jetzt wird's eng. So, du greifst an. Mein Gott. Manche zu fangen ist echt schwer. Weil man die halt so schnell kaputt macht. Gibt's bestimmt auch noch einen Trick, den ich noch nicht
entziffern konnte. Okay, achso, hier, ich wollte zu Vivi, oder? Bist du Vivi? Ja! Oh, hallo! Seit wann redet Vivi? Obwohl, doch, klar redet er. Er war nur immer so sehr, sehr schweigsam. So. Es hat zig Wege hier. Okay. Next fight. Random Encounter sind eigentlich nicht so mein... Ich will das. Ich will das reiten. Ich will den Fenrir haben. Oh, Volltreffer ist nicht gut. Ich will diesen Fenrir haben. Give it to me. Ich verdrück mich immer. Okay, der kann noch einen Schlag. Das Problem mit X ist hier nicht bestätigen, solange man dieses Quick-Menü benutzt. Aber jetzt wird's eng, Leute. Jetzt wird's eng. Deswegen müssen wir jetzt den Stapel auflösen. Schneesturm. Oh Gott, das macht allen Damage. Das ist nicht nett. Kann er nicht gefangen werden? Nein, weil er gestapelt ist. Kann ich ihn irgendwie dazu bringen, sich zu entstapeln? Mal ein bisschen Heilung raushauen. Wie kann ich denn Gegenstände benutzen über das Quick-Menü? Gar nicht. Muss ich so machen. Also ich weiß es nicht. Mal ein bisschen heilen. Wildes Horn. Das könnte zu viel sein. Ich muss sie aus dem Gleichgewicht bringen. Oh, das ist ja mies. Das ist mies. Damit die dann umfallen und dann von ihrem Stapel halt gelöst sind. Und so kann man die halt trennen. Will ich einfangen. Ich hau noch ein paar Heiltränke raus. Damit er mir die nicht alle jetzt tötet. Okay. Kann ich dich jetzt irgendwie bekommen? Oh, der wird ganz schön schnell hier voll, der Dude. Ich habe kein Vita. Wer braucht denn jetzt hier den meisten Heal? Eigentlich Lan. Jetzt bin ich sie wieder. Aber ich will nicht angreifen. Ich will mit Behemoth angreifen, mit dem wilden Horn. So, kannst du das denn jetzt nochmal? Nee, kannst du nicht. Shit. Oh, töte ihn nicht. Töte ihn nicht. Schmeiß ihn um. Sturzrate hoch. Ich glaube, das heißt es. Ja, stürzt doch. Stürze. Ah, zu spät. Aber ich glaube, das heißt das. Sturzrate hoch. Also diese Angriffe, die wir mit Behemoth ein Kombi machen können. Die hatten eine hohe Stürzrate. Und ich glaube, das heißt das, die Stapel umschmeißen. Alles klar, dann haben wir das, glaube ich, auch rausgefunden. Okay. Ist voll cool. Was das Spiel... Bist du Squall? Ja! I don't have time to shoot the breeze. Ja, das ist Squall.
Megatrank. Dankeschön. Kann ich hier lang? Ist das ein Speicherpunkt? Den Mira-Tresor. Achso, ich kann Sachen da lagern. Okay, wir speichern mal. Die Demo wird bestimmt in mehrere Teile bei mir kommen. Oder ein Teil. Ich weiß es nicht. Wer bist du denn? Moment. Erstmal die Kisten aufmachen. Ich glaube, die Demo ist vorbei. Was? Es war nur eine Sequenz. Ist hier auch eine drin? Okay, es sind Sequenzen. Aber hier ist trotzdem das Ende der Demo. Wir gucken uns alle mal an. Oh, wie cool. Man kann auf Leviathan sitzen. Oh, wie geil ist das denn? Odin ist auch dabei. Alter, das Spiel wird super, glaube ich. Es wird auf jeden Fall irgendwie... Ich weiß nicht. Also, ich will es auf jeden Fall haben. Die Musik ist groß. Oh, die Katze! Musik ist auch super. Endgeil. Ey, das Spiel ist super. Alter, okay. Kriegen wir noch einen random Encounter hier reingedrückt. Okay, here we go. Komm, die machen wir jetzt richtig platt. Oh, richtig platt, die drei, zwei. Irreführung, Feuer, Vita. Okay, greif nochmal an. Und dann mach den Erlöser, komm. Blitzballgott, Tidus. Spul vor. Komm schon. Miau. Hui. Hui, 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 hui. Bam! In your face. Nice. That was a good fight. Predictable. Predictable. So. Da will ich jetzt fast immer nur als Schiebe kämpfen bei den guten Staplern, die ich jetzt hier hab. Hinterm Haus ist nicht. Was bist du denn? Die Finsterkluft betreten. Oh, ist das der Boss für die Demo? Was hat sie denn da? Wer ist das? Irgendeine Beschwörung, glaube ich. Ifrita. Eine weibliche Ifrit. Oh. Stürzkraft vernichten. Du bist gestapelt, also... Stürze sie. Und fällt sie jetzt? Jawohl. Cool, haben wir auch geschafft. Und hier ist ein weiblicher Mirage, wurde gerade gesagt. Ifrita und Koktaris. Okay, machen wir Ifrita einfangen hier. Das ist ja geil. Also bisher gefällt mir das Spiel. Ich weiß natürlich nicht, wie das volle Spiel dann aussehen wird, weil das hier ist eine Demo, die sich gerade von der besten Seite zeigt. Oh, das, okay, der Vogel muss weg. Ah, die stapeln sich neu. Okay, dann müssen wir neu entstapeln, damit der Vogel weggeht, weil sonst kann die ja immer wieder... Ne? Immer wieder sich neu stapeln und heilen.
okay. Habe ich irgendeine Fertigkeit, die... Das Schokobo-Küken one-hittet? Ich glaube nicht. Das reicht leider nicht, aber wir sind schneller fertig. Oh nein, das Schokobo-Küken. Es überholt sie, oder? Okay, wir haben es noch geschafft. Angriff. Kopfstoß. Okay, es greift an und halt nicht. Mann, das Chicken, das stapelt immer neu. Stürzkraft gering. Stürzkraft mittel. Vielleicht schaffen wir es damit. Aber das, die fliegt. Zählt das überhaupt? Ja, es war klar, sie schwebt. Okay. Damit hätte ich rechnen müssen. Da sie... Oh, Alter, ist sie schnell. Guck mal. Wie schnell sie wieder dran ist. Irreführung. Entstapel sie. Sehr gut. Das setzt ihre Leiste auch komplett zurück. Okay, cool. Sehe ich jetzt erst. Und sie brauchen eine Zeit, bis sie sich wieder aufladen. Stützkraft hoch. Aero. Eis. Auf das Küken. So, jetzt können die sich schon mal nicht mehr heilen. So, und jetzt kommen wir zu den beiden hier. Die wollen wir ja fangen. Das wäre relativ wichtig, dass wir die fangen. Weil ich will die haben. Ist zwar nur die Demo, aber ich will sie trotzdem haben. Jetzt fangen wir. Nice. Gestapelt. Ist es denn wahr? Da stapelt die sich wieder. Ich kenne keine Aeroführung mehr. Habe ich irgendwas, was AP auffüllt? Stellt eine geringe Menge AP wieder her. So, ich verteidige mal und warte. Roter Zyklon. Okay, das klingt böse. Okay, es ging. Aber sie braucht bald Heilung. Wilde Stürzkraft hoch. Meinst du, das müsste es auch tun eigentlich, oder? Es wurde nicht gestürzt. Was soll das denn? Irreführung. So, bitte stirb nicht. Fall einfach um. Warum leuchtet sie jetzt nicht mehr? Sie war doch fangbar. Oder leuchtet sie nicht, weil sie... Ist nicht dein Ernst. Sie ist jetzt nicht mehr fangbar. Du warst fangbar, Mädchen. Warum bist du denn jetzt nicht mehr fangbar? Och, come on. Das ist irgendwie deprimierend. Das ist echt deprimierend, weil die sich jetzt neu stapeln und ich sie doch umbringe dann. Todesschnabel! Nicht dein Ernst. Phönixfeder. Oh, es geht auf alle. Oh, halt aber ein Dreck, ey. Das ist halt echt ein Dreck. Ariman. Greif mal an. Das wird sie umbringen. Ich will sie doch nur fangen. Das ist so gemein. Wildes Horn. Das wird sie umbringen. Schade. Ich konnte sie nicht fangen. Nur weil die sich neu gestapelt hat. Ich dachte, wenn die sich dann entstapelt, kann ich sie fangen, weil sie hat ja immer noch den gleichen Stand so. Schade. Aber ist ja nur die Demo.
Aber im echten Spiel würde ich auf jeden Fall dann immer vorher den Safe laden. Vielen Dank fürs Spielen. Wir hätten sie eh nicht benutzen können. Schade. Aber das war die Demo zu World of Final Fantasy, die ganz viele Final Fantasy Teile miteinander verbindet. Was sehr cool ist. Kann ich im Hauptmenü jetzt eigentlich noch was machen? Werde ich ja. Okay. Wir gucken uns das nur an. Mirage Keepers? Me and Rain? Those the marks on your arms are proof. You were born to work the miracles. The prophecy says that the giants from the hills will collect four keys and mount the very heavens, Koopa. Let me introduce the giants from the hills. Something here is not right. Something about you. Can you not see it? That mirage with you has been corrupted. Think you got the wrong idea there, pal. Bards! I have awaited this day 1,000 years. Did you just add a digit? What fiends. They must be desperate to take this realm away from me. Lucky for you, I would be delighted to take it off your hands. You better not even think about it. Don't you dare lead us down the wrong path. You have our mom, right? Give her back! Accept it? I will not. These freaks have ruined Grimoire. I have to pay for it all. You have to stop. You mustn't fight. I know you want to, but you simply can't. Mom, why did you have to? Why?